Mein persönlicher Reisetipp für diesen Sommer ist Dubrovnik. Das liegt in der kroatischen Region Süddalmatien. Als Hotel empfehle ich das Valamar Dubrovnik President. Es liegt direkt an der Spitze der grünen Halbinsel Babin Kuk und ist aufgrund der direkten Strandlage wirklich die perfekte Unterkunft für entspannte Badeferien. Ebenso hat man auch gerade die Möglichkeit, Dubrovnik und die Altstadt zu entdecken. Und daher bietet Dubrovnik eine perfekte Kombination aus Badeferien, aber auch kulturellen Highlights. Also mein Tipp für den Sommer ist Nordnorwegen, weil da kann man vor allem für aktive Leute viel unternehmen. Sei es eine Kajaktour, eine Velotour oder laufen mit den Huskies. Da kommt man einen Husky vorgespannt über und der zieht auch mit. So das sogenannte E-Walking im Norden. Mein Tipp für Alleinreisende ist die deutsch geführte Gruppenreise Cornwall Malerische Küste. Sozusagen auf den Spuren von Rosamunde Pilcher. Wer kennt es nicht? Du buchst ein Paket und wir organisieren den Rest für dich. Im Norden von Griechenland liegt Chalkidiki. Wunderschön am Meer gelegen ist Safitis Boutique Hotel, sehr stilvoll und von einer jungen Managerin mit viel Liebe zum Detail geführt. Bei der letzten Renovation vor 2 Jahren hat man von 70 auf 50 Zimmer reduziert, um den Gästen mehr Komfort zu gewähren. Es ist auch ein optimaler Ausgangspunkt, um die Schönheit und die Vielfältigkeit von Chalkidiki mit einem Mietauto zu erkunden. Der Yukon bietet für jeden etwas. Ob Fischen im Klani National Park, Canoeing auf dem Yukon River oder einfach mal in einer Selbstversorgung-Cabin am Alltag und dem Stress entflüchten. Der Top of the World Highway gibt einem zudem ein Gefühl von Freiheit, das man heutzutage einfach kaum mehr findet. Ein ganz, ganz spezielles Highlight ist aber sicher der Sour Toe Cocktail in Dawson City. Der Drink, der mit einem menschlichen Zeichen versehen wird, ist ein absolutes Must, wenn man dort ist. Es langt aber nicht, dass man ihn einfach anschaut, wenn man ihn trinkt, sondern man muss ihn tatsächlich mit den Lippen berühren. Aber nur berühren und nicht verschlucken, weil sonst muss man einen Buß zahlen. Hat man dann den Drink aber zu sich genommen, wird man im Club vom Sour Toe Cocktail aufgenommen und kann sicher sein, dass man einen der speziellsten Drinks der Welt getrunken hat.